Willkommen zurück zu bei Assassin's Creed 2. Alter, 2. Adlauch aktivieren. Willkommen hier. Hallo. Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Der sagt komplett schwarz. Also in der Mitte komplett schwarz. Oh mein Gott. Der ist auch total schwarz, wo die anderen heller sind, oder? Oh, ich hab keinen Plan. Oh, hallo! Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Zur Abteilung vorle und mit dem Abteil sprechen, ne? Mir doch geil. Nach deinem Platsch. Warte mal. Drinnen. Drinnen. Falsch. Muss hinten hin. So. Nein. Ah ja, das ist ein schöner Badplatz. Hehe. Niemand darf dieses Arschloch betreiben. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was? Verpiss dich! Achso.
Ich dachte, ich sollte ihn nicht töten. Al Diavolo, ich habe damit nichts zu tun. Was soll denn der Unsinn, Stronzo? Bist du ein Gaukler? Willst du uns unterhalten? Sehr komisch. Willst du mal sehen, was ich... Da ist der Lanju. Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Die Coins wird beendet. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Willkommen zurück in Florenz. Wenn er das Talent seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Ich find's lustig, alle haben hier diese Mütze da auf, sogar ich, und der läuft da mit seiner Halbglatze da rum. Ich misch mich da nicht ein. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Schaut nicht gut aus. Also, das schaut mir nicht gut an. Aber wohin? Oh nein, wirst du nicht! Kommt der wohl her? Er hat doch was zu verdanken. Eccolo, da ist er ja! Was ist Eccolo, verdammt? Ihr dürft nicht hier oben
Ja! Kann ich mal runter? Er läuft direkt zum Friedhof. Das spart uns eine Menge Zeit. Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Der Ruhm gebührt mir, dem großen Assassinentöter. Warum ist wieder gegen die beschissene Wand? Oder lass die Wand entlang. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Bin ich doch. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Temetin. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Es geht über 15 Uhr statt nur 5. Krass. Ich tat, was ich konnte. Ist der Mann, aber vielleicht der den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Nein, nein. Upsi. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Normalerweise? Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Hier lang. Und auf der Piazza gegrillt. Alter.
bin ja gleich da. Ich wusste es. Wir müssen dich am Leben halten. Trag. Anschließend. Wenn euch euer Leben lieb ist, immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Segui. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Was? Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser Drakonischen. Ja, erst im nächsten Part. Haut rein, Leute, und ciao.